So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe den Robin dabei. Da drüben. Hell yeah! Und wir öffnen heute Booster, wie wir das immer machen. Also zu jedem Set seit, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das angefangen haben, öffnen wir Booster. Und haben eine Menge Spaß damit. Und dieses Mal haben wir Booster bekommen. Und zwar eine XXL-Folge. Denn wir haben Booster bekommen von Wizards of the Coast. Vielen, vielen Dank, Wizards of the Coast. Es ist wirklich krass, was für ein Paket wir zugeschickt bekommen haben. Oh, ja. Jeder von uns hat nicht nur diese Booster bekommen, sondern auch dieses Pre-Release-Pack und dann noch eins der 5 Commander-Decks von March of the Machines. Ja, und oben ist sogar noch ein bisschen Verpackungsmaterial von Wizards. Das kriege ich jetzt gerade nicht. Egal. Auf jeden Fall, ja, ein fettes, fettes Paket. Und es hat mich mega gefreut. Ich bin mega hyped für das Set und das ist richtig cool. Plus noch was. Und zwar, kurze Ankündigung dafür, wir haben auch noch Jumpstart-Booster bekommen. Und Jumpstart ist was, wo wir gesagt haben, wir sind beide eigentlich ganz fein mit Jumpstart. Und wir haben auch mal, ich glaube, eins unserer ersten Videos war tatsächlich ein Jumpstart-Video. Und dementsprechend machen wir das Jumpstart-Video in für uns ungefähr 1,5 Wochen. Für euch, mal gucken, wann das online kommt. Aber wir werden Jumpstart-Battle machen. das werdet ihr noch in einem von unseren Kanälen sehen. Zusätzlich dazu, weil es gerade ja auch von Robin gezeigt wurde, haben wir auch das Pre-Release-Kit. Das öffnen wir bei Robin auf dem Kanal. Mhm. Und da werden wir auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Yes, da freue ich mich auch schon. Oh yes, yes. Aber da werden wir ein bisschen mehr so eingehen, so drauf, so okay, wie bauen wir so ein Deck? Wonach guckst du, wonach guck ich? Wir haben ja beide auch Pre-Release gespielt, wir werden da vielleicht auch so ein bisschen über die Erfahrungen schon mal quatschen können. Hier geht es um Raw Booster öffnen. Und da bin ich. Genau. Ja, ich auch. Ey, das Ding ist halt, wir haben die Pakete ja schon länger zu Hause liegen und ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht einfach random irgendwas aufzureißen, weil es ist halt so ein geiles Set. Ich bin gerade noch mega hyped. Wie gesagt, Pre-Release war jetzt gerade am letzten Wochenende und wir haben halt hier, was sind das, 10 Draft Booster, 5 Set Booster und 3 Collector Booster von March of the Machines. Also. Da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Vor allen Dingen, ich hatte Angst vor denen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin ja ein Mensch, gerade wenn wir zwei was öffnen, ich gönne uns ja immer alle. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich nicht nachts irgendwie mit dem Kissen erwürge, wenn du eine Talia-Nummer ziehst. Aber ansonsten gönne ich dir jede andere Karte. Ja, voll, voll. Ey, aber, das ist halt das Ding, ne? Diese nummerierten Karten, die haben tatsächlich noch mal ein bisschen was verändert. Also, ich bin ja normalerweise nicht so derjenige, der viele Collector-Booster aufmacht, aber halt jetzt, wenn man die halt da hat, dann will man dann auch schon mal gucken, ob da nicht was bei ist. Wollen wir einfach mal loslegen? Ich würde sagen, wir machen einfach alle paar Draft-Booster, ein Set-Booster auf und so bei einem Drittel ein Collector-Booster? Oder willst du erst alle Draft-Booster? Einfach wild durcheinander, würde ich sagen. Dann könnt ihr nämlich nicht nach vorne skippen. Wir müssen durch unser Gelaber durch. Ja. Ich habe mir keinen Mülleimer hingestellt. Ich werfe das auf den Boden und werde es nachher aufräumen. Normalerweise habe ich immer einen Mülleimer. Ich habe tatsächlich daran gedacht, weil ich ja heute auch ein bisschen mehr aufmachen werde. Also Thema Commander-Deck wird im Livestream am Tag der Aufzeichnung wird es noch aufgemacht. Aber Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr mal ganz gerne bei Robin auch im Stream vorbeischauen. Oder tatsächlich auf Robin, also Gamery streamte. Da, das ist ein YouTube-Channel, wo ihr die alten Streams auch noch mal gucken könnt, wenn ihr da nicht reingeguckt habt. Yes. Und, ich habe hier schon, bin ich schon bei einer Rare angekommen? Ja, ich auch. Du hast direkt schon einen sehr coolen, sehr coolen Pick. Beides super weird, weil ich bin noch nicht bei der Hälfte gefühlt des Boosters, ein Drittel. Und es gibt auch schon Stimmen, die es nicht so cool finden, dass man so viele Rares in einem Draft-Booster haben kann. Was hast du denn da? Ich habe Nahiris Kriegskunst. 3 Mana, macht 5 Schaden an einem Kreatur, Planeswalker oder Battle. Mhm. Und Access Damage kann man quasi sich die obersten Karten anzeigen, ins Exil schicken und spielen. Mhm. Krass. Also Spot Removal in Rare ist schon okay. Aber du hast ja eine Karte, über die wir auch im Podcast gesprochen haben, die, glaube ich, für Commander-Drachendecks ziemlich cool ist. Der hortende Brutfürst. Immer wenn er ins Spiel kommt, Bibliothek durchsuchen. Karte verdeckt in Exil schicken. Und man kann sie spielen, solange sie im Exil sind und Karten im Exil haben, einberufen. Sehr, sehr cool mit Einberufen-Kram. Voll. Dann
Luftkommando. Aber jetzt geht's einfach weiter mit Ja, jetzt geht's weiter. Ach mit, so, weil das Transform-Karten sind. Genau, jetzt geht's weiter mit einer Transform-Karte. Dann geht's weiter mit einem Battle oder so. Ah. Dann gibt's einen Slot mit dieser Zusatz-Gedöns-Karte. Und dann gibt's noch den Landslot. Okay. Und ich habe noch sogar noch eine Foil drin, eine Foil-Kammer. Genau. Was war dein Zusatz? Und ein Landslot. Token. Achso, mein Zusatz war Valduk, Hüter der Flammen. Das ist die Multiverse Legends von mir. Ja. Du hast die Dina, ne? Ja, genau, die Dina, die Seelenträgerin. Ich finde es schon ganz lustig. Wir haben ja predicted, dass dieses Set einen ähnlichen Weg gehen wird, wie alle Sets, die so einen Special Slot haben. Und es zeigt sich jetzt schon. Es zeigt sich jetzt schon, dass es dem Brothers War und Strixhaven Weg gehen wird. Ja, rein vom Value her, meinst du? Ja. Und der Value steckt hinten in den Slots drin und selbst die Karten gehen halt runter. Und da muss ich halt sagen, das ist schon cool. Also für uns als Spieler ist das genial, weil, naja, wir mögen es ja, wenn wir an Karten kommen, die wir spielen können. Und wenn du hier halt einfach so aus einem Draft-Booster einen Ragavan auch noch zusätzlich ziehen kannst, das ist einfach der Hammer. Also das ist wirklich, wirklich cool. Ich habe auch schon auf Social Media echt einige Ragavans zugeschickt bekommen. Oh mein Gott. Unter anderem einer unserer Zuhörer. Oh, wen hast du denn da für einen Kraken-Willi 2.0 gezogen? Siehst du die Schrift? Die ist winzig. Die ist einfach das stimmt. Winzig. Ja. Die macht aber auch viel, muss man sagen. Du hast von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Genau. Oh, erstmal den Kollegen kennen wir schon von dir. Ja. Ich habe von einem Zuhörer auf Instagram zugeschickt bekommen, der hat einen nummerierten Ragavan bekommen. Oh, geil. Ich muss gleich mal nachschauen, welche Nummer das war. Aber er hat mich auch gefragt, ja, was zum Teufel mache ich jetzt damit? Behalte ich den? Verkaufe ich den? Das ist halt schon echt, echt funny. Aber das wird schon echt einiges gezogen. Ja, stimmt. Dann habe ich hier noch eine sonnengeweihte Hüterin, Invasion von Dominaria und Oh, das sieht natürlich auch fancy aus. Das ist keine der sieht krasse Karte, aus. Aber zum ersten Mal, dass ich diesen Masterpiece-Frame hier gesehen habe. Ja, der ist wirklich auch hübsch. Ich habe davon eine im Release in Foil gezogen. Das war auch ganz hübsch. Voll schön. Hast du Bock auf Set? Bock auf Set? Yes, wir machen einen Set-Booster. Bock auf Set-Booster. Karte von der Liste. Hoffe ich. Eben eine Foil. Okay, das ist ein weirdes Foiling. Siehst du das? Das sieht aber cool aus. Es ist nur der Hintergrund wirklich ein Foil. Und was ich erst sehr, sehr spät mitbekommen habe, weil Verhey tatsächlich eine Karte gepostet hat. Es gibt ganz, ganz viele Karten, haben ein phyrexianisches Symbol drauf. Irgendwie in irgendeinem Hintergrund, in irgendeinem Laterne oder sonst was, wo man teilweise überhaupt nicht drauf kommt, dass es ein phyrexianisches Symbol ist. Wie zum Beispiel hier. Ja. Bei dem Draufgänger ist in der Klinge hier ein phyrexianisches Symbol. Ah, und da gibt es ganz, ganz viele versteckte Easter Eggs, was ich sehr cool finde. Und bei den Ländern ist es auch so, dass sie eben dieses Easter Egg mit drin haben. Ja. Ja, das ist schon echt witzig. Geil. Ich glaube auch, das ist so ein Symbol, was einfach genug ist, um halt sowas ganz häufig einzubauen. Ja. Und dann halt einfach wirklich Spaß damit zu haben, ne? Ja. Schreckenschiff. Der Zensor, haben wir auch im Podcast drüber geredet. Ja, sehr, sehr coole Karte, muss man wirklich sagen. Phyrexianer Bär Nashorn. Wer kennst du nicht? Die Nashornbären. Ich muss aber auch sagen, hier zum Beispiel der ist ziemlich cool. Den will ich unbedingt in Pioneer, in Izzet-Decks probieren. Yes. Ich habe hier noch den Gnotwold Einsiedler und der ist tatsächlich ziemlich krass in Limited gewesen, weil der einfach, wenn der geflippt ist und angreift, kann er eine andere Kreatur 5-5 geben und so kann man zum Beispiel eine fliegende Kreatur oder einer mit Menace einfach so viel mehr Power geben und einfach for free durchzukommen. Ja, das ist schon krass. Das stimmt. Dann versuch schon mal deinen Weg zu gehen. Das macht Sinn, dass man die Rares so ein bisschen raussortiert. Wir haben zwei Booster. Weil wir haben so viele Booster, da lohnt es sich fast schon jetzt schon vorzusortieren. Ja. Ich habe hier noch Invasion von Dominaria und ist eine sehr schöne Multiverse Legends. Yes. Das ist der Niv-Mizzet, der Auferstandene. Ja. Der sieht schon, ich mag ja diesen Ravnica-Frame, ne? Der sieht so cool aus. Und vor allem ist das ja auch eine geplayte Karte. Ich würde mich echt freuen, wenn wir nochmal bald nach Ravnica gehen. Ja, würde unserem Podcast auch nochmal helfen. Ja, wirklich. Oh, diese Doppelkarten, Elenda und Azor. Ja. Da muss ich ja sagen, die haben mich die ganze Zeit schwer enttäuscht. Dann ein Hidetsugi und Kairi, also noch so eine Doppelkarte.
Hier ist aber auch der Commander tatsächlich. Spannend, ist ein anderes Set. Ja, das ist der zweite Commander von dem Ritterdeck tatsächlich. Ja. Zug und Kairi und ich habe den Schaltkreis schließen. Suri. Oh, der sieht aber fancy aus. Ja, ist leider 5000 Mal reprinted worden. Also den hätten sie einfach sein lassen können. Ich habe einen Onaki-Speerwerfer und eine Listenkarte. Meliras Keeper, 5 Mana, 4-4 Human Warrior. Can't have counters placed on it. Ja. Hm. Und ich habe einen okay. Ishina Shade, 6 Mana, 5-5 Schutz vor Weiß. Auch nicht schlecht. Machst du eigentlich noch so Set-Booster-Pool-Geschichten für so Limited-Spielkram? Du meinst Set-Booster spielen im Limited? Oder was meinst du? Also sowas, du hast ja mal, glaube ich, erwähnt, dass du mit Set-Boostern, mit diesen Themen, machst du ja schon mal ganz gerne, dass man dann daraus irgendwie, dass man 4 Set-Booster aufmacht und daraus ein Limited-Deck quasi baut. Ja, ja, genau. Habe ich aber ewig nicht gemacht, tatsächlich. War das ein Draft-Booster oder ein Z-Booster bei dir? Bei mir ist es jetzt ein Draft-Booster wieder. Okay. Also ich habe es ewig nicht gemacht, was einfach daran liegt, dass ich auch einfach ewig nicht im Laden wirklich irgendwie großartig was gemacht habe. Und ist halt leider so Zeit hier rein. Aber ist auf jeden Fall was man auch empfehlen kann. Ja. Gerade mit diesen Listen-Slots kann man da, glaube ich, ganz gute Gameplays manchmal auch reinkriegen. Ja, wenn es für Draft ja nicht ausgelegt ist. Ich kann euch sagen, was zwischenzeitlich auch mal passiert damit ist, es wurde einen Natural Order gespielt. Man opfert eine grüne Kreatur, holt sich eine grüne Kreatur aus dem Deck und bringt sie ins Spiel. Und damit wurde einfach ein Boring-Klecks gerufen, weil er in der Liste war. sehr geil. Der Bär-Nashorn, das ist so großartig. Das ist wirklich sehr witzig, ey. Ja, es gibt halt, also ich muss auch sagen, ich finde super viele Sachen. Oh, du hast den Heliod gezogen, geil. Es gibt wirklich super viele so Limited-Karten, die ich finde, sind sehr stark. Mhm. Also ich finde, selbst Limited-Karten haben mittlerweile so viel Text mittlerweile drauf. Mhm. Oh, was haben wir hier? Invasion von Fiora. Ach, das ist der Sweeper, ne? Ja. 6 Mana, zerstör alle Legendäre oder Nicht-Legendäre oder beides. Ja, ist stark. Und dann auf der Rückseite haben wir Marquesa, entschlossene Monarchin. Ach so, die hat quasi Monarch auf sich selber, so, ne? Nee, bei der musste ich halt sagen, ich habe super, super lange gebraucht, um zu verstehen, was sie tut. Sie nimmt halt von einer Permanente alle Marken runter, bis auf eine Marke. Ja. Und das ist halt so, so weird. Ja. Und noch das ist schon, wirklich weird. Dann habe ich Anafensa, Geist des Sippenbaums und Baral und Karisef in Foil. Ziemlich cool. Nice. Die sind richtig cool. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, dieser Frame, einfach nur, dass man es früher von den Masterpieces kennt, macht halt echt schon einen Unterschied, ne? Es macht einen Unterschied, wenn man es kennt, muss man sagen. Also, ich muss sagen, ich finde die neueren tausenden Frames ja eben nicht so wie das. Wobei, ich weiß nicht, hast du die Amon Cat Frame gesehen? Ich bin ja ein Riesenfan von diesen Frames. In Paper. Und ich bin auch ein Riesenfan davon, dass sie es gemacht haben. Den Amon Cat hätten sie einfach rauslassen können. Das. Sorry, nee. Was machen wir als nächstes? Ein Draft. Dann vielleicht ein Collector. Ja, da hätte ich Bock drauf. Yes. Und nochmal ein Draft mit einer schillernde Klingenmeisterin. Ah, diese deutschen Namen sind schon wieder hier richtig wahnsinnig. Oh, was ist das denn für ein Artwork? Wow. Ja, der ist doch cute, oder? Der ist doch super cute. Hier, by the way, wieder so Rens Entschlossenheit. So ein verstecktes phryxianisches Symbol. Nice. Also Rens Entschlossenheit ist irgendwie eine sehr, sehr weirde Karte, finde ich, weil sie ist ja 1:1 eine andere Karte, die es vor 2 Sets irgendwie gab. Also auch 2 Mana, schicke 2 Karten ins Exil, du kannst sie bis zum Ende des nächsten Zuges spielen. Der Effekt wurde jetzt, glaube ich, innerhalb von. Ja. Der Effekt gibt es jetzt einfach so zweimal, der in einem Jahr gedruckt wurde. Also das ist schon. Er wird in Pauper rauf und runter gespielt und ist tatsächlich auch wirklich eine gute Karte. Nice. Eagle Axe. Stanzas Legend auch übrigens eine Limited-Bombe. Wirklich, wirklich gut. Ja. Eine Vögelspanne, Duellantin der Legion. Auch ziemlich cool. Die habe ich übersehen, im Podcast zu erwähnen mit Hardenscales-Decks, weil das ist natürlich das perfekte Target für Sachen draufzupacken. Ja. Genau. Lustigerweise, ich habe hier den botanischen Raufbold. Geil. Ich habe hier noch die andere Karte, die in dasselbe Deck passen würde, mit dem botanischen Raufbold. Oh ja. Der ganz viel mit Countern auch macht. Also
Ja, wie war es denn im Limited mit dem Kollegen? Stark. Oh, ich habe jetzt noch den Elefantenkleriker, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Quintorius, der Sagenmeister, glaube ich. Quintorius. Auch mal sehr gut. Ist schon fancy. Invasion von Neukarten. Transformierkarten. Invasion von Regatta. Und, oh, hallo. Habe ich da etwa eine Atraxa gezogen? Mega. Der beliebteste 4-Mana-Commander. Sehr cool. Das ist geil. Vor allem in dem Artwork. Cool. Richtig cool. Sehr, sehr nice. Oh ja. Oh ja. Mega. Das ist schon richtig, richtig cool. Ja, dann. So, jetzt Collector? Ja, jetzt Collector. Wir zeigen mal ein bisschen Bling hier. Ja, mal gucken, mal gucken. Oh Gott, die lassen sich auch wieder so kacke öffnen. Es ist einfach jedes Mal ein Graus. Ja, die müssen die halt besonders, besonders luftdicht machen. Ja, genau. Die müssen besonders fest sein, damit der ganze Value daraus nicht verloren geht. Genau. Schriftteleport. Übrigens auch eine sehr coole Karte. Ja. Blickert. Ich hab mich erholt. Ach, stimmt, jetzt ist ja auch alles voll, ne? Ja. Gewässer, Landvermesser. Wo erinnerst du dich noch dran, dass wir mal vor einigen Sets, ich glaube, zu Strixhaven so ein komplettes Display aufgemacht haben? Oh ja, das war richtig krass. Da war ich auch richtig überfordert, als ich dann so die ganzen Karten da in der Hand hatte. Okay, Invasion von Moag habe ich hier. Oh, eine Insel. Auch sehr schön. Bei denen muss ich sagen, die so Drana und Invala. Dass sie so, so wenig gespielt, weil sie ist so gut. Wir haben sie im Pre-Release zweimal gehabt. Eine der häufigeren Rares. Und die ist wirklich stark und hübsch, muss man auch sagen. Ich habe die auch gezogen und ich habe die auch tatsächlich. Nee, ich habe die nicht gespielt, weil ich hatte. Mein Pre-Release-Pool war zum einen so ein bisschen Sultai und zum anderen war es ein bisschen Esper. Mhm. Und die war halt in dem Esper-Pile und konnte ich dann leider nicht spielen. Aber trotzdem war es ziemlich cool. Ich habe jetzt hier eine Hüterin von Girapur. Ja, 3-Mana-Engel. Sehr hübsch in Foil. Ja, und ein Weltenbrecher, der Invasionsbaum, der ja auch ein bisschen im Gespräch ist für Mono-White bzw. Colorless Ramp, weil der quasi Gegnern, Ländern aus dem Friedhof klaut. Ja. Bin mal gespannt, wie das so funktioniert. Ich habe eine Karte, die noch nicht wirklich erforscht wurde und meiner Meinung nach total übersehen wird. Die ausgeprofte Schlechterin, 2-Mana-2-2, wenn sie ins Spiel kommt, erhalten Phyxianer bedrohlich bis zum Ende des Zuges und andere Phyxianer kriegen +1/+1. Viele Leute vergessen, dass die alten schwarzen Phyxianer, Beispiel, der Phyrexian Crusader, der mittlerweile ein Phyxianer ist, eben auch in Infect gespielt werden. Es gibt ja ein grün-schwarzes Infect-Deck und da würde die perfekt reinpassen, aber wurde bisher noch nicht entdeckt. Es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt so viele Karten, die noch nicht explored sind in dem Set. Ich habe hier den fuchsartigen Aufsammler. Auch cool. Der auch mit Phyrexianern interagiert. Das ist diese Commander dann. Okay, ich habe eine Zada, die ist nicht so geil. Was hast du da? Ich habe eine Valduk, Hüter der Flamme, den hatten wir eben schon mal. Ja. Und, eine Diener in Dingens. Oh, was hast du da? Ist das die Fiera? Fiera, Richterin der Tapferen in Etched Foil. Aber das ist ja. Wow, das ist dieses Mal wirklich dunkel. Oh mein Gott. Stimmt. Dann habe ich eine Talia. Hey! Alternatives Artwork Foil. Oh mein Gott. Nice. Okay, sehr cool, sehr cool. Das ist cool. Ich habe eine Westwind-Sängerin, die 4-Mana-Piraten und einen Giganta. Ich habe eine Halo-Foil-Karte. Oh mein Gott, das ist keine Nummer, aber. Oh mein Gott. Alter, das sieht ja so crazy aus. Was ist das? Denn das ist das Halo-Foil. Das ist das Halo-Foil. Oh mein Gott, erstens, wie geil. Ja. Zweitens, das Halo-Foil ist tatsächlich ist so ein Wirbel-Foiling da drin. Ja. Und es gibt diese Karten ganz oft in Halo-Foil, in Edge-Foil, in Double Rainbow-Foil, was übrigens das Foiling aus den From the Vaults ist. Ja. Oder in normalem Foil. Krass. Es gibt so viele Foilings mittlerweile, ey. Aber das Halo-Foil ist ja mal Wahnsinn. Ja. Das sieht ja richtig geil aus. Und dann noch ein Wurzelschlag, Stimme des Hungers. Ist halt auch noch ein richtig geiler Prätor für Commander. Ja, total, ey. Das ist schon richtig geil. Ja. Und halt noch die Talia und Trockmonster. Das ist das normale Foiling, by the way. Ja.
Und die gibt es ja auch dann hinten in dem Slot in normalem Foil. Das ist dieses Halo-Foiling. Und dann gibt es, wie gesagt, noch das Double Rainbow Foiling und das Edged Foiling, was wir hier. Ja. Das ist so wahr. Ich hab mit Talia tatsächlich gespielt im Early Access Arena Event. Also ja. Ich habe da ein Video aufgenommen, aber weiß noch nicht, wann das online kommt. und ich muss sagen, die war extrem gut. Also die war wirklich krass. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß habe, meine eigenen Länder zu opfern, um Karten zu ziehen. Vor allen Dingen, weil ich im selben Pool hatte ich, glaube ich, auch das Battle for Zendikar. Das was halt die Invasion of Zendikar. Battle for Zendikar war das Set. Ja, genau. Aber, also das hat sehr gut synergiert, muss ich sagen. Also, ja. Hut ab. So, dann jetzt wieder weniger Bling-Bling. Gar kein Bling-Bling mehr. Genau. Außer natürlich in den einzelnen Karten. Ja, der Schlüssel ist übrigens ziemlich cool. Der seine Doppelstärke verdoppelt, wenn er Schlachten angreift. Oh, sehr cool. Ich finde auch, Schwall der Hoffnung, unser Mono-White-Pick aus dem Set. Ziemlich gute cool. Karte. Ich finde auch, wann hast du eigentlich das letzte Mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Vanilla-Kreatur in einem Booster-Set gesehen? Boah, das ist schon lange her. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, so überall stehen so viele Texte drauf mit Rückseite, wie die Ordensschwester des Spiegels oder so. Das ist schon crazy, wie viel da mittlerweile draufsteht. Die Ordensschwester des Spiegels? Ach, hast du die auch? Auf der Rückseite. Ich glaube, die wird dann Phyrexianer und macht -1/-1 zu blocken, dann, ja. Kann die in Knights spielen, auf jeden Fall. Rare Invasion. Du hast auch eine Rare Invasion. Jetzt ich habe die Invasion von Gobba Khan. Beides Invasions, worüber wir gesprochen haben im Podcast. Was schon mal echt cool ist. Ja, ist wirklich cool. Ich finde deine auch mega, mega strong. Ich will die weiß ich noch nicht ganz so. Dann habe ich noch einen. Habe ich hier ein Riese, ein Agar der Frostflamme? Die Frostflamme? Sagt mir gar nichts. Ist aus Kaltheim, glaube ich. Okay. Ankamen-Riese. Ja, muss ja aus Kaltheim sein. Das ist ja wie Jedora zum Beispiel aus Strixhaven ist. Ja. Das ist schon cool. Ja, ne? Dann, oh mein Gott, was bist du denn? Oh, das ist ja richtig fancy. Coolagan und Jedora. Ist das aus dem Mainset oder aus dem. Das ist aus dem Mainset. Das ist anscheinend eine Karte. Okay, das ist eine Full-Art-Karte von so einem Doppelframing, also von sowas. Ah, okay. Und ja. Kogla und Jedora sind anscheinend, also Jedora ist ja aus dem, die sind ja aus dem Ikoria. Mhm. Und deshalb sind die halt so, dass die halt diesen Framing auch bekommen haben. Ja, genau. Spannend. Sehr cool. Ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich finde es ja schon auch geil, wenn solche splashy Sachen halt auch eben im Okay, machen wir Setboost. Wenn die halt auch in so einem stinknormalen Booster auch drin vorkommen können, ne? Das ist halt schon ziemlich, ziemlich cool, muss man sagen. Frixianisches Symbol am Himmel. Oh, eine signierte Artkarte. Ich weiß gar nicht, ob die noch irgendjemand sammelt. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat sich jetzt auch auserzählt mit diesem signierten Sachen. Ja. Ja, Invasion of Billenon. Schön. Sehr spannend. Eine oh, Yardle. Ich habe den Yagl. Auch lustig, ich hatte den Yagl und Multani in meinem Pre-Release-Pool. Und wie häufig einfach so ein 18-6er das Spiel einem gewinnt, ne? Das muss man auch mal sagen. Ist schon echt krass. Ja, das stimmt. Das ist schon übel. Ja. Ich habe eine Zierda, Glut der Sonne. Ist übrigens eines der hübschesten Artworks des Sets. Und hatte ich auch genau die Version in meinem Pre-Release-Kit. Das ist noch mal ein cool. Kogler und Jedora. Ich habe noch einen Wetterlichtgetreuer. Oh je, das ist da hast du direkt jetzt. Side by Side. Menschenaffe, quasi. Dinosaurier, Schildkröte. Der Klassiker. Der Klassiker. Natürlich, natürlich. Ich habe hier noch so einen Sonnenfall, diesen 5-Mana-Sweeper, der noch Phyrexianer erzeugt, beziehungsweise Inkubatoren. Ja. Und ein phyrexianisches Erwachen. Oh, das sieht aber komisch aus. Ja, ist eine Ravnica-Karte. Search the City. Okay. 5 Mana, man kann irgendwie die obersten 5 Karten angucken und kann, wenn man eine Karte spielt mit derselben Karte vom Namen, die man exiliert hat, dann nimmt man die andere Karte auf die Hand. Wenn da keine Karten drauf ist, wird das Ding geopfert und dann kriegt man extra Zug. Goll. Nice. Das ist eine lustige Karte. Also, klingt funny. Machen wir Draft? Ja, ja. Nice. Ah, ja. Es ist schon krass, so viele Booster aufzuhaben. Ey, wirklich, ne? Also,
Man kann sich da echt nicht dran, dran satt sehen, würde ich fast meinen. Auf keinen Fall. Das ist schon ein Schlag und ein uralter Imperiosaurus. Ah, ich habe die Voldaren-Draufgängerin, yes. Die mit Hilfestellung. Ja, dann kommt auf Seraph von Neue Capenna. Ey, was ist das denn jetzt? Aber warum kriegst du sie jetzt ganze... nochmal gezogen? Nein, das ist Giganta. Ach so, nee, das ist der nächste Companion. Was ist denn jetzt los? Du hast einfach das Ikoria-Paket bekommen. Ja, ich merke das schon. Und eine Version of Lara Foil. Oh, richtig geil. Was richtig geil. Ich habe eine Invasion of Amonkhet und den yes. Tetsuko Umezawa. Der ist cool. Ach ja, schön. Ich glaube, wir können noch mal ein Set, oder? Ja, dann lass uns noch mal ein Set-Booster aufmachen. Ja, noch mal ein Set-Booster. guck mal hier, die Artkarten von den Rittern. Ich finde, die Ritter sind auch richtig schön geworden in dem Set. Muss ich einfach sagen, ich finde, die Ritter sind richtig sweet. Und ich muss halt auch sagen, das Design der Ritter mit dem Blausplash mittlerweile drin, der macht überraschend viel Sinn, ehrlich gesagt. Und das finde ich halt schon erst war ich ein bisschen enttäuscht mit der Farbauswahl für Ritter, aber ich muss sagen, ist schon gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ja. Und Feuer. Ich wusste am Anfang nicht, wer das ist, by the way. Bis ich rausgefunden habe, dass das die Buy-a-Box-Promo ist, die man in Dominaria damals bekommen hat. Und nur da bisher. Und das ist der erste Reprint dieser Karte ist. Ja, das ist crazy. Ich habe hier den Yuri Meister von Revue in dem Ravnica-Frame. Ja. Der ist auch hübsch. Den kenne ich tatsächlich gar nicht, aber er erinnert mich sehr an natürlich Rakdos Sacrifice Gedönse. Ja. Dann, Invasion von Nyphyrexia. Ist gut. Die ist ziemlich, ziemlich fett. Die ist wirklich gut. Ich habe einen Schritt ins Invasion Feuer. Von Marquesa. Schon ins Feuer macht irgendwie Damage, 2 Schaden und da muss ich mal gucken. Und guck mal, ich hab Cat Jesus. Cat Jesus in der Liste, geil. Nice. Das ist Leon und Arbiter. Karte. Yes. Ja. Sehr, sehr geil. Wird die noch so viel gespielt wie früher? Also, ich spiele die immer noch so viel, aber alle anderen halt nicht mehr. Ja, schade. Guck. Nochmal Draft Booster? Collector. Okay. Collector. Ja, Bock. Wir machen Collector. Wir wollen einfach die nummerierte Karte haben. Ja. Dann machen wir aber die letzte ganz zum Schluss auf, oder? Ja, natürlich. Naja, wobei, wenn wir das jetzt sagen, spulen alle. Wir machen das natürlich nicht ganz zum Schluss auf. Bleibt dran, um herauszufinden, wann wir es aufmachen. Boah, Digga, ich habe hier wirklich so Probleme. Ich kann verstehen, dass das Patrick von MDG und Patrick das Ding mit einer Schere aufmacht. Ey, wirklich. Rented Schloss. Müsste man sich eigentlich mal gewöhnen, aber dafür mache ich es, glaube ich, zu selten auf. Ja. Eine letzte Geste, schillernde Klingenmeisterin. Luftschub, Ätherklingen irgend. Ich finde auch, es gibt sehr viel Death Touch in dem Set. Ja, das stimmt. Hier sind echt viele Kams und Ankams im Vergleich. Und der Swamp sieht aber auch richtig nice aus. Ja. Den Schaltkreis schließen. Wow. Und Und dann Elsbeths Talent. Ist meine erste Rare aus dem Commander-Set. Cool, okay, du kannst einen Planeswalker verzaubern und der kriegt quasi die erste Ability von Elsbeth. Yes, das ist wirklich geil. Das ist richtig geil. Ey, und guck mal, es ist unser Freund wieder. Kogla und Jidaro. Warte, Kogla und Jidaro, jetzt haben wir alle Versionen gefüllt davon. Ich hab Ja, wirklich. Ich hab Brandon Devil. Sehr geil. Das ist richtig fett. Ja. Eine ritterliche Allianz habe ich hier. Dann noch Raff Wetterlicht Getreuer. Ja, hier ist übrigens dieser Meisterschmied in diesem Ding. Das macht wirklich was mit ein, weil das ist halt auch dieses Feuling von. Wenn das in Foil ist, es wirkt so. Das wirkt noch mal wertiger, ne? Wow, was zur Hölle. Oh, Alter, das wirkt, ist schon krass, ne? Ja. Machst du aber auch mit den Halo-Foils, ich hab's mit denen hier. Jetzt. Ich hab hier Lichtpfote, den Face-Commander von dem +1/+1-Counter-Deck. Von dem Commander-Deck, was ich bekommen habe, Ja, genau. Warum stellt der hier nicht scharf? Hallo, liebe Kamera. Bitte kooperieren Sie. Und dann habe ich auch den Ensuri Clown des Fortschritts. Ding. Noch eine Heliod. Ah, nice. Eine Anna Fensack. Aber das ist diese. Ah, das ist die, die hat sie gerade eben auch, oder? Ja, genau. Die bolstert, wenn du eine weitere Kreatur spielst. Genau.
und dieses sehr Inkubator. Cool. Ich muss auch sagen, die Token, die bewahrt man sich auch einfach gerne auf. Ne? Die sind schon. Ja, die Foil-Token sind halt was Besonderes. Ist schon was Besonderes. Ja. Ja. Aber ich finde auch, jeder Token sollte eigentlich mittlerweile ein Flip-Token sein. Und das sind sie halt immer eigentlich noch nicht best. Eigentlich schon. Abschneiden. The Wanderer, auch also die Wanderin, auch ein sehr, sehr gutes, immer noch Mythologie-Ding, was wir mit uns rumschleppen. Ob das jemals aufgeklärt wird, wer sie jetzt eigentlich genau ist? Naja, sie ist ja die Kaiserin von Kamigawa. Ja. Ja, und das ist schon aufgezeigt. Hast du den gesehen, den Halo-Erbeuter drin? Ja, ist der im Gespräch für Modern? Kann das sein? Ja, genau, weil der halt spontan zu aus dem Friedhof wirken kann. Das ist schon ziemlich gut. Aber ist das nicht mit 3 Mana sehr teuer auch? Ja, aber er ist eine Fairy. Oder sie ist eine Fairy. Okay. Und die mit Spellstaller-Sprite und so weiter, ist schon cool. Und ja. Ja, das ist schon nice. Und vor allem ist es halt so, man bezahlt halt X und dann kann man einen Spontanzauber aus dem Friedhof wirken, ohne jemanden. Und das ist nicht Target. Ah, okay. Und oder du kannst aus dem Friedhof vom Gegner auch wirken. Deiner Wahl, es ist Target. Ah, okay. Target, ja. Ja, meine erste Rare. Friedhof. Stimmt. Ja. Meine erste Rare ist der Doomscar-Krieger. 4 Mana mit Hilfestellung. Ich habe glitzernde Morgenröte. Das treue Herdentier. Ja. Auch ein guter Name. Pyretäischer Schelm, Invasion von Murganda und eine Renata berufen zur Jagd. Ja. Ach, das ist die aus Theros Beyond Death, ne? Ja, nee, ich glaube aus dem Original Theros. Ah, okay. Weil die in Beyond Death hatte diesen Rahmen ja schon. Stimmt, ja. Habe ich noch Ritterin des Protokolls, verlassene Ödnis und Token. Ja, wir können jetzt einfach mit Set Draft weitermachen tatsächlich. Ja, alles klar. Wir sind an dem Punkt angekommen. Wir haben gut aufgeholt mit den Draft-Boostern. Yes. Für die Leute, die noch dabei sind, vielen Dank, dass ihr noch so guckt. Wir sind noch ein bisschen dran. Natürlich sind alle doch dabei, oder? Ja, natürlich. Wer ist denn da nicht dabei? Wer würde denn vorher hier wegklicken? Das wird doch niemand machen. Die Ohrenschwester Spiegel ist auch gefühlt in jedem Pack drin. Ja, wirklich. Dann ist Invasion von Neukapenna, die hat eben schon, die ist cool. Feuerschweifkommando, Engelsoldat, den kenne ich ja gar nicht. Oh, ich habe Thymaret. Karte. Okay, cool. Ich habe Thymaret Auserwählte des Todes, auch wahrscheinlich der alte. Ja. Auch nicht schlecht. Robi, die Klage des Todes, was ist das denn bei dir? Ich habe hier Atris, Orakel der Halbbewahrer, Bewahrheiten. Komische Formulierung. Ja, keine Ahnung. Ich habe auch. Auch wieder aus Theros, glaube ich. Ja, mit Horobi, keine Ahnung. Keine Ahnung. Look at her. She Aldred. Genau. The Leider Queen. Nicht so gut wie die Apokalypse, aber ich nehme sie trotzdem. Auch schon ziemlich cool, ja. Und ziemlich stark. Ich erinnere euch wirklich, an den kurzen Namen. Was ist das? Und verschlungener Himmel. Und ich habe schon wieder eine Karte von der Liste. Warum ist sowas auf der Liste? Es ist halt, ich bin Verfechter der Liste. Aber eine Müllkarte von letztem Jahr muss ich einfach nicht auf der Liste haben. Ja, generell das ist wirklich schade. Generell bin ich ein Fan von der Liste, aber. Ja, es ist halt Free Value, aber es ist trotzdem irgendwie schade, wenn du eine Listenkarte hast und dann so. Ja, das war halt dann nichts. Ne? Ja, genau. Ist so wie, du hast im Lotto gewonnen und dann kommt bei rum, du hast nur 2 Euro gewonnen. Ich meine, es ist immer noch 2 Euro, ist immer noch ein Gewinn, aber hätte halt auch die Million sein können, ne? Ja, genau. Art der Hoffnung ist auch so eine richtig bad Karte, aber eigentlich total geiles Artwork. Der Name ist der Artwork-mäßig, muss ich sowieso sagen, es gibt so viel, was wirklich richtig geil ist. Die Karte hat mich so verwirrt. Ein 4-Mana-3-4er fliegend Wasser im Kite, der halt sagt, wenn einberufen hat, kriegt jede Kreatur, die ihn einberufen hat, fliegen Marken. Wenn du den einfach für 4-Mana-3-4 stellst, ist das ein 4-Mana-3-4 fliegend Wasser im Kite für eine Rare. Wir sind in 2023. Also das ist doch kein Rare. Ja, das stimmt schon. Wobei du natürlich, du musst den halt convoken. Also wenn du den for free castest, ist das schon ganz geil. Ja. Und wieder den Bravour-Typen. Oh, ich habe Galter und Marvrin. Auch cool. Was natürlich echt so super witzig ist, weil ich glaube, dieser 12-12er Betrampel, der hat einfach zu 100% die Kraft von Galter und zu 0% Einfluss hatte da Marvin. Ja, oder Marvin hat generell keinen Einfluss. Habe ich noch eine Emry? Die Emry, muss ich sagen, finde ich halt richtig schön. Die sieht wirklich cool aus. Ja.
Ich habe Sada Polyeder Schleiferin. Ja. Okay. Die ist ganz cool als Karte eigentlich. Wenn du sie targetst, targetst du alle Kreaturen. Ganz witzig. Oh. Nice. Gerade wenn du sowas draufschreibst wie Terror oder so, Destroy All Creatures oder so, das ist schon ganz gut. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Die könnte man eigentlich auch super auf in Feather spielen, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Jetzt ist Setbooster, ne? Genau, jetzt ist Setbooster. Wieder die ganzen Ritter. Das ist manchmal krass. Gemeißelte Perfektion, okay. Die Kartennamen sind spannend. Bin auch gespannt, was da beim nächsten Set dann kommt. Moak. Invasion von Asgol. Das sind immer so Realms oder so Gebiete, die ich halt so gar nicht kenne, ne? Ja. Also. Kenne ich. Dann habe ich eine witzig. Invasion von Avi. Araka Vios. Okay, whatever. Ja. Oh, ich habe auch einen Ren und Weltenbrecher. Nice. Nur halt in normal. Aber der kommt aber auf jeden Fall in mein Landstack. Danke. Mega. Mega, mega, mega. Ah, das voll ist gut, einfach großartig. Ich liebe es ja einfach, dieses Videoformat, das wir haben. Aber ja, total. Einfach hier sitzen, Booster aufmachen und uns einfach drüber freuen, wenn irgendwer was Cooles hat. Das ist einfach der Wahnsinn. Ey, absolut, ey. Hier ist Olas Schreiderin. Ach ja, schön. Leider ist es halt so, bei so vielen Boostern, irgendwann kann man halt fast schon jede Kammern irgendwie hat man schon mal gesehen. Und das ist dann auch immer so ein bisschen schade. Ja. Ah, aber guck mal, ich habe die fahrende Ritterin aus Eos. Ja. Hatten wir auch, ist ja auch so eine typische Convoke-Kreatur. Die war tatsächlich meine Blu-Rays-Promo. Ah, sehr geil, sehr geil. Invasion of Theros. Übrigens auch eine sehr coole Karte mit Aura-Gott oder Halbgott-Karte aus dem Deck suchen. Mm, sehr flavorful. Oh, hier ist es. Hier ist es. Oh mein Gott, es ist so hässlich. Es tut mir leid. Aber es ist wirklich hässlich. Ich finde es voll okay. Also ich finde es nicht voll okay, dass sie den Rahmen macht. Es ist, also, was? Und dann haben sie vor allem das gelassen mit dem 3-1. Naja. Hättest du dir das gewünscht, dass die in dem ägyptischen Text bleiben, dass man sie schwieriger lesen kann? Oder gar nicht. Das wäre es einfach gewesen. Oh, und ich habe hier eine Keruga in diesem sweeten Artwork. Mir war auch irgendwie nicht bewusst, dass so viele Gefährten dann in dem Set alle drin sind. Alle 10 tatsächlich. Alle 10 sind da irgendwie drin. Das ist schon crazy. Ja, und sind da alle 10 tatsächlich auch mit dem richtigen Wording in dem Companion. Stimmt. Weil, wer es nicht weiß, die alten Companions, die Nikoria zieht, haben ein falsches Wording, weil sie haben das erratet tatsächlich. Das Wording auf dem, also die Fähigkeit ist erratet worden. Ja, genau. Und Hast du jemanden gehabt, der mit Companion gespielt hat im Pre-Release? Also ich hatte einen im Deck. Aber ich habe keinen gesehen, der effektiv Companion benutzt hat. Übrigens, ich hatte den Remuri. Nee, er ist ja Umori, der Sultai-Kollege. Ja. Der war tatsächlich ziemlich gut, weil er einfach Kreaturen günstiger macht. Erogmos, Sisseis Vermächtnis. Ich hab's auch einfach mit Firja. Firja hat halt echt Bock auf mich. Ja, voll. Ey, das ist eine sehr geile. Yes. Sehr geile Mythic, die man Schwert haben müsste. Schwert aus Vergangenheit und Zukunft. Gute Karte. Karte. Das ist auch Once in Future ist irgendwie die geilere Formulierung als Vergangenheit und Zukunft. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, ich habe hier Feuerschweif-Kommando aus dem Commander-Set. Dann Judith, die geißelnde Diva. Die sieht hier sehr, sehr fancy aus. Sehr, sehr cool. Yes. Talia und Gitrog-Monster. Nice! Sehr geil. Ah, mehr Talia so cool. Für die Welt. Mehr Talia braucht die Welt. Und ein Obenhändler. Also, Ankommen. So, letzte Draft-Booster. Letzte Draft-Booster. Und dann versuchen wir noch mal eine Nummer zu ziehen, würde ich sagen. Yes, dann ziehen wir mal eine Nummer. Wie beim Amt. Ja, genau. Und am Ende wirst du trotzdem nicht drangenommen. Der Kriegshistoriker ist sehr, sehr stark. Wenn der Ding angreift, wird er unzerstörbar. Okay, ich habe hier nochmal den Schaltkreis schließen. Okay. Polukranoth. Oh, den hatte ich auch in meinem Pool. Ja. Der ist so unfassbar gut. Da haben wir auch drüber geredet, dass halt ein 3-Mana 4-5 Reichweite. Das ist 2023. Danke. Mit Upside. Habe ich Invasion von Kamigawa und Brudiklat, Telco-Ingenieur. Kreaturenspielstände, die du kontrollierst, haben Eile. Oh. Ja. Ich habe mal wieder eine Vierja. Natürlich.
Gebirge und Endrucken. Sehr gut. Jetzt. Letztes Collector Booster, letztes Sammler-Pack. Bin hart gespannt. Oh, das Ding aufkriegen ist wieder die Hölle. Eine Nummer müsste doch dabei sein. Eine Nummer, ja. Eine Nummer wäre okay. Ich würde auch eine Talia nehmen, wenn es sein muss. Maschine. Der Bannbrecher. Die Meran-Bannbrecher sieht echt cool aus. Richtung. Bühnenbrecher. Moloch. Das ist cool. Oculus Welpe. Zorn der lodernden Sonne. Zügel der Schmelze. Sturm der Saatkerne. Eine. Boah, die Ebene sieht aber auch krass aus. Ja. Ich mag ja so, wenn sie so ganz viele verschiedene Farbtöne auch mit drin haben. Invasion von Innistrad. Was du denn da? Ich finde dieses Artwork, ich weiß nicht, wie so, die Karte ehrlich gesagt ist, aber sobald er irgendwie mal scharf stellt hier. Alter, das Artwork sieht ja so geil aus. Ja, ja. Einfach Inga und Ezekiel, wie sie da mit Katzen über den Regenbogen brettern. Mehr Katzen braucht das Land. Mehr Katzen braucht das Land. Das ist so geil, ne? Ja. Oh, Polukranos, der Wiedergeborene. In schön, sehr sternig. Ja, ich habe Schritt ins Feuer. Oh, fancy. Extensions der Unvollkommenen, was? Drei Mana schick eine bleibende Karte deiner Welt ins Exil. Ihr Beherrscher wendet Inkubator X oder X gleich Mana betreibt. Hä? Der ist safe aus dem Commander-Deck. Ja. Alles, was mit Phyrexianern und Inkubationstoken hat, mit diesem Z-Symbol, ist, glaube ich, sehr eindeutig. Das stimmt. Bist du da? Genau, Polukranos und yes. Essenz der, oh, hast du den nicht auch, der Orthodoxie? Nee, ich hab, was? Nee. Ach so, nee, dann ist das doch noch eine andere. Ich dachte irgendwie, okay, das ist auch eine Commander-Karte. Wow. So, was ist du? Daxos, der sonnengesegneten Foil. Das ist leider Gottes der echt schlechte Daxos. Ah, schade. Ich habe hier eine Dina, die Seelentränkerin, die haben wir heute auch schon ein paar Mal gesehen. Nämlich in Inga das Runenauge, auch nicht so geil, ehrlich gesagt, und echt in einem sehr dunklen Spoiling. Ja, dieses Foiling ist wirklich sehr dunkel. Ich habe hier Radar, Kriegsfürstin der Koalition mit Domäne. Dann habe ich ein Nachtreten, eine sehr coole Karte. Erstens, ich liebe den deutschen Titel. Nachtreten, finde ich geil. Ist es Pylon? Ja. Geil. Nachtreten ist der Hammer. Ja. Und zerstöre eine Kreatur oder Planeswalker deiner Wahl, überwachen zwei schon stark. Oh. Kommt da bei dir? Nice. Geil. Mega. Es gibt auch nur zwei Planeswalker im ganzen Set, ne? Aber wie das hier bei dem Flügel hier feuert, das ist schon echt hübsch. Der Hammer, ne? Ja. Richtig hübsch. Erzengel Elsbeth. Hübsch. Könnte auch so ein Diablo sein. So, und jetzt und? Die Nummer? Eine Nummer? Was war das? Nee, keine Nummer, aber nochmal den Niv-Mizzet. Diesmal Foil. Foil, der ist richtig hübsch. Der ist richtig. Meine Chance ist eine Nummer? Deine Nummer? Nee, nur ein Sramen Foil. Oh, schade. Aber auch ein normales Foil. Warum ist der hinten in dem letzten Slot drin? Ich weiß es auch nicht. Warum? Danke für nicht. Doch, nee, nicht danke für nicht. Danke für eine Menge. Das hier ist der Wahnsinn gewesen. Ja, wirklich. XXL-Folge. Ey, so viel Stuff hier, ey. Das ist so krass. Ja. Ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt alles von dem Set gesehen zu haben und ich lieb's, also wirklich. Vielen Dank nochmal. Genau, nur die Nummer nicht, aber da will ich auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist, da irgendwas zu ziehen mit einer Nummer. Relativ aber hoch, tatsächlich. Gibt's die von jeder Universe, wie heißt das? Multiversal Legend? Ich glaube nicht von jeder, ich glaube, die Uncoms nicht. Aber prinzipiell gibt es da auf jeden Fall eine Menge. Pon. Ja, es ist schon cool, muss man sagen, ey. Ja. Ja, aber trotzdem, ey, vielen Dank nochmal an Wizards of the Coast für dieses geile Paket. Yes. Also so viel Stuff. Ich habe jetzt schon so viele Ideen für Commander-Decks und es ist halt einfach wild. Also richtig, richtig krass. Absolut. Und das ist wirklich cool. Und wie gesagt, auf meiner Seite aus nochmal vielen Dank an Wizards of the Coast. Und wirklich diesen Wahnsinnsstapel an sehr, sehr coolen Rares und Karten. Und also gerade hier sind das dann mal nochmal so ein Highlight für mich in diesem Foiling. Ja, dieses Halo-Foil, das hat bei dir wirklich ordentlich reingehauen, muss man sagen. Ja. Das ist schon und dann richtig halt der cool. Vortex noch, der auch richtig geil ist. Ja. Ja, also ich freue mich, Talia leider nicht mit Nummer. Hätte ich jedem von uns gegönnt. Ich hätte sie natürlich sehr, sehr gerne. Aber wir haben so ohne Nummer, zumindest die normale. Aber wir haben nicht mal eine normale Talia gesehen, wa?
Nicht die normale Talia, aber dafür das Gitrog-Monster. Yes. Talia oder das Gitrog-Monster zweimal. Wir haben zweimal Renant, yes. Worldbreaker. Sheoldred. Du hast Warrenclex, ich habe Sheoldred, ich habe zweimal Niv-Mizzet und den Elspeth-Engel halt eben. Ne? Also es ist schon, wir können uns wirklich nicht beschweren. Nee, wir können uns absolut nicht beschweren. Hammer-Opening. Das war richtig geil. Ja, absolut. Ach ja. Ja, hoffe, sehr, sehr schön. Wenn ja, Daumen nach oben, das wäre cool. Das wird uns sehr, sehr, sehr helfen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gezogen habt. Ihr werdet ja wahrscheinlich auch alle mal aufgemacht haben. Und ja, ansonsten bei dem Mann vorbeigucken. Beim Robin machen wir ganz oft Radio Ravnica, so einmal die Woche, 5 Tage lang oder so. Und schon so 3-4 Videos pro Woche. Yes. Und dann kommen noch eigene Videos und dann kommen noch Streams. Könnt ihr auch da gucken. Und ansonsten könnt ihr bei mir auf dem Channel noch was gucken. Und ja, wenn nicht, dann genau, Abo nicht vergessen. Ganz cool. Voll. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich hattest und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.